Nach langer Zeit des Wartens, willkommen zu einem neuen Video. Nachdem das Geländemarsch-Video sehr erfolgreich war, gibt es jetzt ein Video zum Straßenmarsch. Ich persönlich finde das jetzt nicht ganz so interessant, habe aber versucht, ein paar interessante Infos mit einzustreuen. Los geht's! Die Aufnahme, die ihr seht, ist aus Litauen aus dem Jahr 2017 und da war ich im ersten Kontingent EFP Litauen, Enhanced Forward Presence, und wir befinden uns hier gerade auf dem Weg zur Neris. Das ist ein kleiner Fluss und den sollten wir mit Hilfe von Faltschwimmbrücken überwinden. Dazu fahren wir jetzt erstmal ein Stück Landstraße, dann am Stadtrand von einer Kleinstadt namens Jonava entlang zur Übersetzstelle. Wir fahren hier gleich über eine Brücke, deshalb erhöhe ich den Abstand ein bisschen. Es sollte sich wegen der Belastung möglichst immer nur ein Fahrzeug auf der Brücke befinden. Hier in Litauen gibt es keine besondere Beschilderung. In Westdeutschland bzw. in den alten Bundesländern wurden damals zur Zeit des Kalten Kriegs wegen NATO-Vorgaben die gelben MLC-Schilder aufgestellt. Die habt ihr vielleicht schon mal bemerkt. Dabei geht es um die Military Loading Class. Das ist ein Wert, der anhand des Fahrzeuggewichts festgelegt wird. Das Schild zeigt, bis zu welcher Gewichtsklasse die Brücken ein- oder zweispurig befahren werden darf. Die MLC-Klasse ist auf jedem Bundeswehrfahrzeug ab 3 Tonnen, im Regelfall in Fahrtrichtung vorne rechts angebracht. In Litauen hat die Militärpolizei auch gegenüber Zivilisten Weisungsbefugnis. Oder jedenfalls verhalten sie sich so. Die sind da manchmal ziemlich rigoros. Da wird schon mal in den Gegenverkehr gefahren und die Leute schon, ja, praktisch von der Straße gedrängt. Bei solchen Ortsdurchfahrten habe ich mich immer gefragt, ob es bei den Anwohnern nicht die Gläser aus dem Küchenschrank rauswürfelt. Ich kann mich da noch an Fahrten zum Truppenübungsplatz erinnern, die früh morgens irgendwann um 4 Uhr oder 5 Uhr losgegangen sind. Da werden wahrscheinlich nicht nur die Gläser aus dem Schrank gerüttelt. Wenn da so eine Panzerkompanie mit 14 Kampfpanzern durch eine kleine bayerische Ortschaft rollt. Was viele Verkehrsteilnehmer nicht wissen oder vielleicht nicht beachten wollen, ist, dass Kolonnen gewisse, ich sage jetzt mal, Sonderrechte haben. Das heißt, eine Kolonne zählt als ein Fahrzeug. Das heißt, solange das erste Fahrzeug bei Grün über die Ampel fährt, dürfen alle anderen folgen und haben Vorfahrt. Genauso bei Kreisverkehren oder Engstellen. Dieses Recht wird aber oft nicht eingefordert, da man einfach vermeiden will, dass es zu tödlichen Missverständnissen kommt.
Auch auf der Autobahn darf man sich nicht zwischen die Fahrzeuge einer Kolonne drängen, es sei denn, man möchte auf die Autobahn auf- oder abfahren und es ist aufgrund der Länge der Kolonne einfach nicht anders möglich. Trotzdem wird auch hier im Regelfall auf den Verkehr Rücksicht genommen und mit erhöhtem Abstand gefahren. Eine Kolonne erkennt ihr immer daran, dass alle Fahrzeuge eine blaue Flagge haben, ausgenommen das letzte Fahrzeug, das hat eine grüne Flagge. Gelegentlich werde ich auch gefragt, wie schnell fährt denn eigentlich so ein Leopard 2? Von der Bundeswehr oder Rheinmetall, KMW, keine Ahnung, ist festgelegt, dass man nur maximal 50 km/h schnell fahren darf. Ich musste aber mal im Einzelmarsch einen Panzer zu einem Volksfest fahren, bei dem auch eine sogenannte statische Waffenschau war, also einfach eine Ausstellung von Militärfahrzeugen. Und der Kommandant war ein recht alter Hauptfeldwebel, Wiedereinsteller, der recht schmerzfrei war. Der hat die ganze Fahrt über auch kein Wort gesagt und saß nur rauchend in seiner Luke. Hinter mir war noch ein 5-Tonner LKW, der einzig und allein mit einer Aufstiegshilfe beladen war, also eine rollbare Alutreppe, damit die Besucher sich nicht beim Aufstieg die Gräten brechen. Und vor mir war ein Fahrzeug der bayerischen Polizei und die haben ganz schön Meter gemacht. Und als ich dann auf der Autobahn war und es leicht bergab ging, hatte ich kurz einen roten Leuchtmelder, der aufgeleuchtet hat. Also habe ich mal nach unten links auf meine Instrumententafel geschaut und da hat Überdrehzahl aufgeleuchtet. Und das leuchtet nur, wenn man im höchsten Gang oder halt im jeweiligen Gang in die Abregeldrehzahl hineinkommt. Ein Blick auf den Tacho hat mir dann gesagt, dass ich 88 km/h drauf hatte. Auf der Fahrt hat mich kein einziger LKW überholt und Bogdan überholt ja schon, weil er 2 km/h schneller könnte. Und im Ziel hat mir dann noch der Fahrer des 5-Tonners gesagt, dass er bergauf ganz schöne Schwierigkeiten hatte, dran zu bleiben. Aber naja, wer bremst, verliert. Apropos Bremsen, mich hat mal jemand gefragt, ob das stimmt, dass wenn man beim Panzer eine Vollbremsung macht und gleichzeitig den Rückwärtsgang einlegt und Vollgas rückwärts fährt, die Besatzung stirbt aufgrund der starken Verzögerung. Das wurde ich tatsächlich schon mal gefragt, also falls das jemand von euch denken sollte. Vollbremsungen habe ich mehrere überlebt. Den Rückwärtsgang kann man gar nicht einlegen, weil man da zu Schrittgeschwindigkeit oder langsamer fahren muss, einfach als Schutz für das Getriebe. Es wäre möglich, den mechanisch einzulegen, aber dann würde wahrscheinlich das Getriebe einfach auseinanderfliegen. Noch ein Punkt zu Bremsen und Straßenmärschen. Es ist sehr häufig vorgekommen, dass manche Autofahrer schon penetrant dicht auf einen Kampfpanzer auffahren. Und wenn die Straße trocken ist und man eine Vollbremsung hinlegt, dann ist der Bremsweg trotzdem relativ gering. Das Fahrzeug wiegt zwar enorm viel, aber aufgrund der Kette, die ja recht groß ist, hat man eine riesige Auflagefläche auf dem Boden. Und deshalb ist die Bremswirkung doch relativ stark. Noch ein ganz interessanter Punkt ist, welche Kräfte da beim Fahren wirken. Man sagt ja, dass sich der Panzer seine Straße selber baut. Die Kette wird ja praktisch vom Panzer wieder nach vorne geschoben und neu ausgelegt, damit die Laufrollen darauf fahren können. Das bedeutet, die Kette läuft doppelt so schnell, wie der Panzer gerade fährt, da die Kette ja den Panzer ständig überholen muss. Ein Kettenglied der Kette wiegt ca. 36 Kilogramm. Eine Kette hat bis zu 82 Kettenglieder und der Panzer hat 2 Ketten. Das sind fast 6 Tonnen, die mit bis zu 100 km/h nach vorne geworfen werden. Oder in meinem einen Fall mit 176 km/h. 6 Tonnen fast. So, dann will ich es für heute mal gut sein lassen.
Ich hoffe, es war halbwegs interessant für euch. Ihr werdet mir wahrscheinlich eh mit Fragen wieder die Bude einrennen. Hab mich auch gefreut, dass mich tatsächlich so gut wie niemand deabonniert hat, trotz der langen Pause. Also ich glaube, ich habe 20 Abonnenten verloren und 15 neue gewonnen. Also danke fürs Dabeibleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Video.